Wir sind hier bei der Polizeihundeführerstaffel Heidelberg. Es gibt verschiedene Gebrauchshunderassen und so werden auch verschiedene Rassen bei uns bei der Polizeihundeführerstaffel verwendet. Durchgesetzt haben sich letztlich der deutsche Schäferhund und der belgische Schäferhund, der sogenannte Malinois. Wir können hier die Vorbereitung eines Leichenspürhundes sehen. Es wurde zuvor Blutspuren gelegt. Wenn er dann irgendetwas gefunden hat, legt er sich ruhig ab. Er muss aus diesem Grunde passiv, das heißt ruhig verweisen, damit er keine Spur zerstören kann. Für den Einsatz eines Personenspürhundes, auch Mantrailer genannt, brauchen wir normalerweise einen Identifizierungsgegenstand. Heute bereiten wir den Identifizierungsgegenstand direkt über den Schweiß der zu suchenden Person auf. Es wird dazu ein keimfreies Stück Stoff benutzt, das später von dem Hund angerochen wird. Wenn ein Polizeibeamter im Dienst ist, hat er seinen Hund natürlich dabei, hat er aber dienstfrei und ist zu Hause, ist auch der Hund mit ihm in der Familie.